gestern Abend. Etwas nervös, fast hochgeschlossen und ganz allein. Sie ist Single seit der angeblichen Teppichtischbeziehung mit Dieter Bohlen. Nur so ganz kann sie den Plattenmillionär nicht vergessen, gesteht sie und hat Hoffnung. Dieter ist halt so ein Mensch, er kann nie irgendwie mit einer Frau auskommen. Es ist einfach so. Und jetzt, wo er momentan verliebt ist, wenn irgendwie ein bisschen Luft raus ist, ist er sowieso wieder, ist er wieder zu haben. Von Bohlens Neuer Estefania hat Janina keine hohe Meinung. Sie hat sich ganz dreist an meinen Dieter rangeschmissen, sagt Janina. Sie hat sich immer versucht vorzudrängen, weil sie ziemlich klein ist. Musste sie auch immer versuchen, irgendwie zu sehen, wie soll ich das sagen, irgendwie mal im Vordergrund zu kommen und sich zu zeigen. Seit 2 Monaten ist Funkstille, nur kurz währte die Zeit im Rampenlicht neben Dieter. Jetzt sonnt sich da eine andere und Janina, die hat ihn trotzdem noch gern, sagt sie. Kontaktaufnahme? Ja, wenn er den ersten Schritt macht. Ich würde ihn ja auch jetzt unbedingt selber persönlich überhaupt nicht anrufen. Wenn, würde er auch selber anrufen, wenn er was will, das weiß ich ja so. Denn ich kenne ja schon Dieter schon ziemlich lange. Und deswegen mag sie wohl auch noch keinen Schlussstrich ziehen. Hätte Dieter denn eine zweite Chance? Ja, ich meine, weiß ich nicht. Mal schauen. Für den Moment aber ist Janina weiter als Single unterwegs. Männer wie Dieter sind eben schwer zu finden. Und es scheint, als hoffe sie insgeheim vielleicht doch noch auf eine Neuauflage der Teppich-Tisch-Affäre.